Moin! Jo, heute möchte ich euch mal das Walter Black Tech Einhandmesser zeigen. Ich hatte das Messer schon mal vor 2 Jahren ungefähr und habe es ungefähr 2 Monate gehabt. Und damals hat es denselben Preis wie heute, um die zwischen 20 und 25 Euro. Ich habe es damals wie auch jetzt vor einer Woche bei Amazon geordert und habe dafür, ich glaube, 21 oder 22 Euro bezahlt. Ja, versandkostenfrei verschickt. Und ich stelle jetzt einfach mal die Vermutung in den Raum, die Theorie, dass es auf Amazon.de kein Messer gibt. Selbst bei den Opinels und bei den Victorinox nicht. Ich habe es nicht geprüft, aber ich sage es jetzt einfach mal. Also ich stelle die Behauptung auf, dass es kein Messer gibt, das so viele Bewertungen hat wie das Walter Black Tech. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es, oh, ich weiß gar nicht wie viel. Da gibt es zweimal geht es um dasselbe Messer, aber als verschiedenes Angebot. Und alle Angebote, wenn ich die beiden Angebote zusammennehme, plus zum Beispiel noch die Variante, die Tanto-Variante, dann kommt man, glaube ich, auf 130 Bewertungen oder noch mehr. Also irrsinnig viel. Und im Grunde durch die Bank sehr, sehr gute Bewertungen. Ganz viele 5-Sterne-Bewertungen. Ja, und so erging es mir damals eigentlich auch. Ich hatte, ja, wie gesagt, um die 20 Euro für das Messer ausgegeben, habe es bekommen und war beeindruckt. Ich wusste damals schon, viele kaufen das Messer ja in dem Irrglauben, es wäre made in Germany. Ist es nicht, also es kommt aus China. Und das wusste ich aber, klar, wusste ich. Und ja, ich habe es bekommen, ausgepackt und war absolut zufrieden. Für das Geld, dieses Messer, absolut top. Das fängt schon damit an, dass ich habe noch nie ein Messer bekommen, egal in welcher Preisklasse, wirklich egal in welcher, das in so einer schicken, schnieken, edlen, ja, das ist natürlich nur ein blöder Pappkarton und manche von euch werden jetzt denken, Alter, halt die Klappe, hol das Messer raus und zeig es einfach. Mache ich ja auch gleich. So, aber trotzdem, ich habe noch kein Messer bekommen, egal in welcher Preisklasse, das so schnieke und edel daherkommt. Also der Karton ist schon einfach sehr cool. By the way, da muss ich dann mal ganz schnell dazwischen schieben. Höchstens ein Messer kann da mithalten. Gestern kam mein Enlan, das EL01, in Rosenholz. Und ich habe mich schon sehr gewundert. Bisher habe ich das Enlan immer in so kleinen, ja, Pappschächtelchen bekommen, wie alle Messer im Grunde ausgeliefert werden, ne? Böker, CRKT, Spyderco, Benchmade, bla bla bla. Und ja, das ist schon eine ziemlich stabile, coole schwarze Plastikbox. Und Enlan Folding Knife steht da drauf, also Enlan Cutterly, Innovative Design, Excellent Quality Folding Knife. Da ist ein Bergsteiger drauf und zu dem Messer. Hier ist nochmal ein kleiner Garantiesatz, sollte man Probleme haben. Ich glaube, die Garantie bezieht sich zwar nur auf 3 Monate, aber ich hatte noch nie ein Problem mit meinen Enlan-Messern. Kann man deshalb innerhalb von 3 Monaten zurückschicken. Kommt in einem ziemlich guten ja, Nylon-Pouch. Also wirklich gute Qualität. Und ja, hier ist es, das Enlan EL01 mit Rosenholz-Griffschalen. Love it. Sensationell. Also wirklich so, entschuldigt bitte, so geil. Was habe ich für das Teil bezahlt? 18 Euro shipped. 18 Euro shipped. Hammer. Okay, aber das wollte ich gar nicht groß vorstellen. Den Gürtelclip habe ich abgeschraubt. Ja, weil es gibt ja, ich wollte Nylon-Pouch dazu benutzen und ja, einfach damit das schöne Holz so schön und edel bleibt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich es benutzen werde oder ob das eine Safe Queen wird. Das ist einfach fast zu schön. Cooles Teil. Und Verarbeitung grandios für den Preis. Gut. So, auch sehr coole Präsentationsbox. Gut. Okay, aber wieder zum Walter Black Tag. So.
Also das ist schon mal einfach cool. Also was man da bekommt für das Geld, das macht einfach Spaß. Na klar, wird das Messer dadurch nicht besser, das versteht sich von selbst. Aber mal ganz ehrlich, wer freut sich nicht, so ein Ding zu bekommen und auszupacken? Das ist doch klasse. Gut. Also es ist bisher völlig unberührt. Auch von Walter liefert auch ein Nylon-Pouch mit, auch sehr gute Qualität. Und ja, hier haben wir das gute Stück. Okay, das ist, ja, ich hätte mal wieder ein bisschen Recherche machen müssen. Gewicht kann ich jetzt gar nicht sagen. Wenn ich es in der Hand halte, würde ich jetzt mal sagen, 140, 150 Gramm. Ihr dürft mich gern verbessern. Schreibt es in die Kommentarliste, wenn ich falsch liege. Ich weiß es nicht, wie schwer. Die Klinge, eine Drop-Point-Klinge mit zur Hälfte Serrations ist 8 cm, 8,5 ungefähr lang. Das Messer insgesamt 20,5 cm. Hat ein Liner-Lock-Verriegelung und ein Gürtelclip. Zum Gürtelclip wird immer sowohl auf dem Karton als auch in der Beschreibung bei Amazon zum Beispiel behauptet, dass man den ja, wechseln könnte. Das stimmt aber nicht. Man hat ja zwar dieselbe Vertiefung in der Größe des Gürtelclips, aber der lässt sich ja, die Bohrung fehlen einfach. Der lässt sich also nicht umsetzen. Okay. Ja, was hatten wir? Also Liner Lock, Gürtelclip, hinten Glasbrecher und Daumenpins. Und die Griffschalen bestehen, die sollen aus Aluminium bestehen, ja. Mir scheint es fast so von der Haptik her wie, ja, auch wenn das jetzt saublöd klingt, wie so ein Mix aus Aluminium und Stahl. Ganz komisches Zeug. Fühlt sich aber gut an, fühlt sich alles schwer, fühlt sich alles massiv an. Ja, das gefällt, wenn man das Teil in die Hand nimmt. Und es hat doch hier einen Flipper, der dann auch als Fingerguard dient, sobald das Messer auf ist. Hat überall Jimping auf dem Rücken. Und hier unten auch nochmal. Und das ganze Messer liegt halt sehr, sehr gut in der Hand. Und das Gewicht sorgt dafür, dass man den Eindruck hat, man hat ein gutes Arbeitermesser in der Hand. Okay. Jetzt habe ich gar kein Papier. Wartet mal kurz. Da bin ich wieder. Und mal gucken, wie scharf es out of the box ist. Ja. Okay. Ja, das ist eine brauchbare Schärfe. Ist also relativ scharf. Gut. So, das brauchen wir nachher nochmal. Okay. Ich habe das Messer jetzt eigentlich nochmal gekauft. Ach ja, Klingenstahl ist, hier steht 440 SS, also Stainless Steel. Walter gibt, glaube ich, 440A an als Klingenstahl. Ja, der hat, glaube ich, 55 bis 57 Rockwell. Und ich habe den schon ein paar Mal bei günstigen Messern gehabt. Und der war für einen Alltagsgebrauch, wie ich fand, völlig in Ordnung. Na gut. So, und ich habe ein paar Mal halt gehört, dass Leute gesagt haben, dass das Messer ist der größte Scheiß. Ich habe es damals nicht so empfunden und deshalb möchte ich jetzt ein paar kleine Tests machen und mal sehen, wie es danach abschneidet. Und dann könnt ihr euch ja selber ein Urteil bilden. Ich werde auch noch in die Videobeschreibung einen Link zum Video mit reinpacken, wo jemand härtere Tests mit dem Messer macht und da schneidet es echt ganz gut ab. Aber wollen wir mal anfangen? Okay. Also wenn ihr sowas zu Hause macht, denkt immer dran. Seid vorsichtig, schneidet euch nicht sowohl am Messer wie auch an der Dose. Passt auf, dass ihr euch nicht schneidet. Okay. So, vorab können wir schon mal sagen, dass ja, ein Coating gibt es nicht wirklich. Das ist einfach nur, sieht so aus, als wenn die Klinge einfach nur bemalt wurde. Das wird also, die Beschichtung wird also wohl recht schnell weggehen. Na.
muss selber mal ein bisschen aufpassen, dass ich mir die Pfoten nicht absäbel. Okay, also das Schneiden ins Material geht wunderbar, ganz leicht, ohne Probleme. So, an der Klinge ist nichts zu sehen. Okay. Okidoki. So, mal gucken. Also nach den Schlägen null Klingenspiel nach wie vor. Der Klingengang immer noch butterweich. Leine verriegelt absolut super. Okay, also ich weiß nicht, wie das im Video rüberkommt, aber ich knall hier ordentlich rauf und das steckt das Ding ganz gut weg. Ja, mal gucken, ob es noch eine Schärfe hat. Ja, also die Leute, die behaupten, dass dieses Teil gar nichts kann, die scheinen Unfug zu reden. Mal abgesehen von der Klinge, die wahrscheinlich die Beschichtung schnell verliert, macht es meiner Meinung nach diesem kleinen Test, ja, ist wirklich zu gebrauchen, das Teil. Besonders für die Präsentation, besonders für den Preis. Okay, das war das Walter Blacktech. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin raus. Nee, bleibt gesund. Peace, ich bin raus.